Na gut, dann werden wir schnell da gehen. Und werden wir uns richtig ausbreiten. Genau. Ich habe einmal die Produktion aktiviert. Stoff haben wir gesagt, behalten wir jetzt einmal, das führen wir dann darüber. Jetzt hole ich meinen Rest. Aber wir sind schon über 2/3 voll mit dem, was wir da drinnen gehabt haben. Ja. Was wir jetzt überlegen sollten, vielleicht doch auch, ob wir nicht die Schafe also mehr Ställe machen sollten. Na gut, dann Ist die müssen wir auf Frage, eins gehen, weil. schauen wir, dass wir so viel Produktion wie möglich machen auf einmal, oder schauen wir, dass einmal eine läuft und dann die nächste? Ja gut, aber wenn eine läuft, brauchen wir trotzdem Ställe. Oder wir werden ja nicht nur zwei Schafställe haben dann. Na, eh nicht. Aber dann braucht man sicher mehr. Ja, aber dann können wir nicht auf Felder gehen. Weil dann brauchen wir das Geld dafür. Ist immer die Frage, was sinnvoller ist, sag ich mal. Also eine Million, das sinnvoll ist, wurscht. Das, was wir wollen. Okay. Haben nur mal das und das irgendwann. Ja, eh. Weißt du, wenn wir jetzt gleich von der Effizienz auch reden und so weiter. Gut, Effizienz sind wir eh schon. Naja, so wird sich die Produktion wahrscheinlich noch nicht so rentieren jetzt. Mit den zwei Schafställe. Naja, aber wir produzieren was und kriegen dadurch Geld. Ja, effizienter als vorher. Dass wir die Wolle herumstehen lassen. Das ja, aber nicht so, dass durchgehend produziert wird, weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Bist du der Profi? Ich meine, ich habe gehabt 5 Schafställe und da habe ich dann gehabt 2 Produktionen. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man einen dritten dazu nehmen, müsste die halbwegs ausgelastet Ja sein. gut, aber wenn wir jetzt einen Stall bauen und dann reißt man wieder ab, finde ich halt dann auch unnötig was. Ja. Also wenn wir dich dann wirklich so auf scharfe Dings machen, damit das Scharfe quasi abgehakt ist. Was meinst du jetzt? Ja, wirklich mal auf die Schafe gehen, dass wir die bauen. Und dann Schafe abgehakt, back und dann nächste. Okay, dann machen wir das so. Dann gehen wir dabei nicht auf Felder, sondern machen zuerst die Schafe fertig. Passt. Das kostet eh Geld, wenn wir immer die Stelle wegnehmen Ja, und wird neu schon so bauen. eine. Was schon brauchen? 800.000, 900.000. Ja. Ich sag, 5 Stellen hätte ich auch so geplant gehabt. Hast du dann auch. Aber du hattest quasi 2 Stoffproduktionen oder 2 die Entkleidungsproduktionen? Beides. Aber ist Kleidung nicht viel Oder hatte langsamer? ich. Na, warte mal, nein, ich hatte, glaube ich. Warte mal, oder hatte ich 3 Stoff und 2 Endproduktionen? Das kann dann auch sein. Ich würde mal mit 2 Stoffproduktionen
probieren dann und dann können wir ja noch immer die Endproduktion dazu bauen. Gut, Endproduktion hast du jetzt hier dazu gebaut. Eine. Ja, aber wir bräuchten dann nur mal eine Stoff dazu, dann passt man dich. Gut, zuerst müssen wir dann nochmal schauen, dass wir die Schaffstelle umsiedeln einmal und dann auf dem dritten Spann zum Beispiel. Ich würde das gleich in einem anderen bauen. Okay. Ich würde jetzt so lange lassen, bis wir das bauen können und dann. Okay. Wie gesagt, ich finde das halt besser dann auch von der Planung her, wenn du alles auf einmal hinbaust. So, jetzt sind wir gleich fertig. Sehr nice. Ja, machen wir Schafe, dann Öl. Und also quasi dann wieder Felder dazu für Öl. Ich werde schon hineinsammeln. Was denn? Aber da wieder blockiert wird. So haben wir jetzt. Da wird blockiert eigentlich. Geht das schon? Na, der Selaschhaberer. Also der Ballenhaberer. So, sehr schön. Komm dann eh gleich, ja. Gleich bald. So,
Jetzt ist er mal voll. Und wie voll ist der Anhänger? 26.000. Von? Das ist nicht, wie viel er groß hat. Okay. 78%. Sehr ganz schön. Schauen wir mal, ob es reicht. Wenn nicht, dann müssen wir wirklich noch ein Weizenfeld anbauen. Oder wir sagen, wir lassen es einmal so und machen das dann, wenn die Hühner dran sind, fürs Effizientere. Genau. Und die Eier brauchen wir dabei eigentlich eh. Nicht eigentlich. Hängst du? So, Danny. Hi. Wir haben jetzt nicht. Bitte? Haben wir jetzt 4 Anhänger? 5 haben wir. Und die anderen jetzt? Wir stehen in einer Gegend von der Bäckerei, wo es die anderen Felder schon gibt zum Ansehen. Also zum Abernten. Weil? War das falsch? Ja, weil ich es brauche auf dem einen Feld. Du brauchst das? Ja. Ist schon voll alles? Ja, den einen ist ja Weizen jetzt. Ist er jetzt weg? Ja, und dann gibt es noch 2. Die 2 sind auch voll oder was, für was brauchst du jetzt? Ja, wir haben ja 2 Drescher, das heißt, wir brauchen 2 verschiedene Felder Anhänger. Ach so, ja, die stehen bei der Bäckerei. Ja, hab schon. Dort in der Gegend. Hab schon. Aber jetzt ohne Traktor halt. Ja, hab schon. Und dann lass mal dort hin. Den Ballenanhänger lasse ich jetzt einmal da oben stehen, der ist nicht ganz voll noch. Eingesammelt ist einmal da alles, was herumgelegen ist.
Na gut, das war's jetzt dann aber für mich. Ah, du hast das schon einmal abgeführt. Hab ich? Oder? Nein, noch nicht abgeführt. Ja, okay. Eh schon. Zu 49% voll, das ist nice. Ah, ich dachte, das ist schon mal abgeführt, aber nein. Es gibt dann auch ordentlich Ertrag für die Bäckerei. Für die Mühle. Ja, Blödsinn. Ich sag immer Bäckerei, Alter. Da können wir noch voll machen. Oder auch nicht. Oder? Aber was hast du jetzt verkauft? Eins verkauft. Verkaufte Tiere, mein Plus kriegt. Ja, ich will jeden Tag. Die sind ja schon voll. Ah, die werden auch automatisch verkauft, oder was? Ja. Ah. Na gut, liebe Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. Alter. Ist die recht tapper aus. Tap tap. Na gut, hören wir sich wegen, weiß nicht, wann. Jo. Morgen oder so. Dienstag. Dienstag. Morgen nicht. Wann? Okay. Dann Dienstag. Schauen wir mal, was der Zahnarzt sagt, ob ich Dienstag kann. Aber ich denke, ich hoffe. Ich hoffe sehr. Ja, aber machen wir Dienstag einmal. Passt. Gut. Gute Nacht. Ciao. Einmal.
So. Gut. Bin gespannt, was er macht. Nicht? Einen Weg denn? Das haben. So, die Produktion wollen wir noch halten. Dann war's das. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut und haut rein. Ciao.